Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Frontschweine, wie jeden Freitag. Es ist sogar Freitag. Eigentlich hätte ich schon seit 2 Stunden, 3, 4, 5 Stunden die Aufnahme fertig. Aber ich war so faul und bin in YouTube versunken und in dem ganzen anderen Scheiß. Aber wir haben es endlich geschafft, nach Schwartestan vorzurücken. Und ich bin sehr gespannt darauf, ob uns diese Geschütze in den Arsch treten werden oder nicht. Ich hatte schon wieder nicht die Chance zu lesen. Aber wen interessiert das auch? Das macht man nicht im Let's Play, Sachen vorlesen, ne? Nö. Sehe ich auch so. Ich habe gerade erst mal gecheckt, ob ich Kopfhörer, mein Mikro überhaupt angeschlossen habe. Oh, diese Musik ist so abnormal laut. Das wäre nämlich leicht fatal, wenn ich eine Aufnahme mache und mein Mikro nicht anhabe. Was allerdings sehr oft passiert, was nicht gerade toll ist. Okay, ganz ehrlich, ein paar Leute haben mich gefragt, warum ich die ganze Zeit sage, dass ich das noch nie gespielt habe. Habe ich das gesagt? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich habe es auf jeden Fall schon mal gespielt. Was auch der Grund ist, warum ich hier die perfekten Techniken, die Technik musst du erstmal drauf haben. So, und die beiden werden jetzt angerotzt, aber auch nur ein ganz klitzekleines bisschen. Da in der Kiste ist bestimmt keine Waffe, da sie auch nicht auf der Minimap angezeigt wird, sondern wieder ein kleines Schweinchen, was sich da drin versteckt. Oh, wer hätte damit gerechnet? Ein Kampfkeiler? Damit habe ich echt nicht gerechnet. Träger, bitte! Immerhin haben wir den Träger eliminiert. Gut so. Den Rest schaffst du auch noch. Der jetzt auch einen Träger braucht. Geschickt. Oh, den habe ich natürlich nicht bedacht. Hackfleischgranate! Aber du benutzt deine Bazooka und keine Granate. Yo. Das war eigentlich ein ziemlich guter Schuss. Warum benutzen die ihre Bazooka eigentlich andauernd als Mörser? Warum benutzen die nicht einen Mörser als Mörser? Mal so als klitzekleine Frage. So, und jetzt gehen wir mit unserem heftigen Kampfkeiler, den wir neuerdings jetzt auch noch haben, dahin und hoffen, dass uns dieser Heli nicht trifft. Hey, das war... Oh, läuft der Zug noch? Oh, perfekt. Wir haben keinen Schaden gekriegt. Ist hier eine Mine? Nee, wir haben ja einen Kampfkeiler. Ich schicke dir etwas Schnickschnack herunter. Ja, Schnickschnack! Damit kannst du denen eins auswischen. Setze das Zeug überlegt ein. Damit geben wir den an die Eier, an die Schweineeier. So, und unser Goal von diesem Dingens hier ist, dass quasi, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit das geht, denn das hat einen totalen seltsamen Höhenunterschied. Moment. Feuer! Wie schon gesagt. Das war knapp. Oh! Das passt schon! Oh! Ganz genau! Ganz weiter genau! So. Die Schwächlinge können einpacken. Ich glaube, ich benutze das Ding auch irgendwie als Mörser. Oh nö. Das finde ich jetzt unfair, sagte er durch seine Zunge. Das wollte ich jetzt eben eigentlich sagen. In einer Art möchte ich nicht stecken. Warum ist die Musik bei der PC-Version so laut? Das war doch alles perfekt bei der PS1-Version. Und warum fängt die Musik immer kurz an? Das ist mir erst jetzt aufgefallen, als ich letztes Mal meine Videos dann nochmal irgendwie... Ich muss ja bei Frontschweine mal den Ton drüber schneiden. Weil wenn man über... Oh, hallo! Mein kleines Rüsselschweinchen... Er ist tatsächlich Rüssel. Ich dachte, da stand Rüssel oder so. Ja, ich wusste, dass der Rüssel heißt. Nein, ich dachte wirklich, da stand Rüssel. So, jetzt haben wir ihm seine Mörser-Bazooka geklaut. Und sollen wir einfach weitergehen? Ich glaube, ne? Oder wollen wir dem ein bisschen Angst machen? Nö. Obwohl, wir sollten ihn vielleicht vorschwächen. Denn ich kenne ja unser Spiel. Der kriegt nämlich dann gleich wieder eine Bazooka geschenkt. Und das ist dann nicht so toll. Hier, bitteschön. Und du, das kriegst du auch noch geschenkt. Bot-Taktik. Einfach rückwärts gehen. Jetzt mal ganz ehrlich, ich kann mich ja nicht mehr ganz dran erinnern. Hat der NPC schon ein einziges Mal Dynamit gegen uns verwendet? Schon ein einziges Mal? Das dürften selbst die verstehen. Ja, das dürften selbst die verstehen. Sagt der noch, glaube ich, noch nie ein TNT benutzt hat. Und wieder die Arschkarte. Denn ich habe mir letzte Mal von jemand anders ein Let's Play angesehen. Einfach, um mich quasi an die gute alte PS1-Zeit zu erinnern, weil ich die ja hier leider nicht zeigen kann, weil ich habe 2 Frontschwein-CDs. Die sind beide so kaputt, dass da nur noch dieses Mau PlayStation 1 Copyright kommt und mehr nicht. Das war's. Da bleibt's hängen. Jedes Mal. So, Freundchen. Und bei dir machen wir das Ganze auch. Das, was du nie benutzen wirst,
Bitteschön. Und ich mach mich ja mal vom Acker. Ich hoffe, du hast da nichts gegen. Und hat wieder einer gefurzt. Ah ja, genau, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Aber das werde ich jetzt wieder vergessen, weil diese Musik so abnormal laut ist. Aha. War das nicht gerade die Musik der Deutschen? Der Eisbeine des gähnenden Teams. Da-dam-dam-dam-dam-da. Wo ist er jetzt gelandet? Warum kommt diese epische Musik jetzt eigentlich? Das Match hat doch, ist doch lange nicht mehr gestartet. So, ich lasse ihn jetzt einen Zug ruinieren. Denn ich will nicht wirklich auf Risiko gehen und den jetzt pieksen und dann habe ich den Zug einfach nur verschwendet. Denn ich probiere ihn hier so möglichst wieder, wie bei jedem Mal, alle Waffen zu mopsen. Und dann habe ich ihm alle Waffen gemotzt. Und dann kann er wieder nichts machen. So wie wir das irgendwie jedes Mal geschafft haben. Weil der Gegner echt dumm zu sein scheint. So, mein Freund, was haben wir denn hier alles? Leichte Granate, die fliegt abnormal weit. Das heißt, ich weiß nicht wirklich, wie ich das einschätzen soll. Minenleger schießt so eine Mörserdingens, da kommt nachher Minen raus. Pestgranate schießt, eine Giftgas-Explosionsgranate-Dingens. Grillgranate, da kommt Feuer raus, wie beim Grillluftschlag, den wir, glaube ich, einmal hatten, weil wir den Zeppelin gemörsert hatten. Sehr lustig. Das Ding macht brutal viel Schaden, ich glaube 100. Und das lässt die Gegner einfach nur wegfetzen, macht aber keinen Schaden. Ich würde sagen, ich rotze jetzt einfach damit in seine Richtung. Sollte ich das tun? Ja, das sollte ich tun. Okay, testen wir es. Einfach nicht so ganz viel. Gibt's eine mit der Kasperklatsche. Die Kasperklatsche! Oh, das war zu wenig. Oh, nein. Oh, das... Man kann es leider nicht sehen, aber ich halte die Hände gerade im Himmel. Und dann die Hände zum Himmel. Drum stell die laute Musik an. Groovy! Man kann... Genialster Zug aller Zeiten. Man kann auch leider nicht wirklich hören, was die Typen zu sagen haben, weil irgendwie... Das ist ja... Die reden irgendwie... Groovy! Und dann kommt diese Musik... Dam, dam! Dam, da, dam, dam! Und du hörst einfach gar nicht, was die Typen sagen, weil die da die Version von dem Spiel irgendwie von der PS1 total kaputt gekriegt haben. Ich weiß es auch nicht. So, mein Freund, jetzt wischt gegrillt. Das Ding wird nicht so weit fliegen. Ich schieße einfach wieder auf Dreiviertelpulle. Da, dieser fette Strich, auf dem ich jetzt stoppen werde. Merken, das habe jetzt Dreiviertelpulle. Und Dreiviertelpulle werde ich nie wieder verwenden. Scheiße. Verdammt! Vier... Ja, super. Ich bin der Größte. Haha! Und keine Musik diesmal! Oh Mann, ey, jetzt ist ja immer gut hier! Mittlerweile waren die schon mehr als hier! Die Musik ist so laut, die Musik ist so laut, Musik ist so laut, die Musik ist so laut. Kann man diesen Scheiß nicht einfach leiser drehen? Warum muss diese Scheißmucke denn so laut sein? Und mir fällt kein Text mehr ein, verdammt! Und als ich gesungen habe, singen, dass mir kein Text mehr eingefallen ist, ist mir quasi damit ein Text eingefallen, was sich quasi widerspricht, was komplett blöde ist, dass ich das jetzt hier auch noch so breit quatsche. Wo haben wir denn unseren kleinen Schweinskopf? Ah, da haben wir unseren kleinen Schweinskopf. Alter, die Runde ist schon fast wieder vorbei. Was geht? Ich werde einfach noch so nah wie möglich rangehen, so nah wie möglich, so nah wie möglich. Und probieren, diesen Typen voll ins Face zu treffen. Feuer! Feuer! Voll ins Gesicht! Oh, bitte! Das war perfekt! Komm schon! Das war... Nein! Au! Ja, nee, ist klar! Ey, er hat so recht. Wer ist das? Saudolf. Ja, Saudolf, du weißt immer, was ich denke. Das ist... Alter, das... Das ist Cheating! Und du, mein Freund, wirst dafür büßen. Hat noch irgendwie... Er hat gefurzt. Du, mein Freund, hier unten wirst dafür büßen, aber... Boah, der pupst ja wie bescheuert. Oh, pff, oh, pff. Oh, diesmal das nicht. Oh, pff. Das Ding muss echt schwer sein. Oh. Komm. Pups noch einmal für mich.
Oh, danke. Und ich werfe jetzt besser, bevor ich verliere. Oh, mach ich lang. Oh, der wird gleich lang. Oh, roll zurück. Ha, Pusten hat geholfen. Auch wenn es bergab ging, aber egal. Pusten hat geholfen. Okay, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, das zu mörsern. Also, Bazookan-Mörsern, keine Ahnung. Ja, Hossa, deine Mutter! Du erfüllst gerade unser Einsatzziel. Ja, das muss sein. Tut mir leid. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass... Weil die kriegen ja gleich wieder eine Bazooka auf den Kopf geworfen, was ich sehr unfair finde. Deswegen müssen wir irgendwie... Jetzt noch jemanden die Sachen klauen. Oder wir sparen uns das... Nee, wir sparen uns das nicht. Nicht sparen wir uns das auf. Das machen wir nicht. Ich hoffe nur, der Typ killt sich nicht irgendwie selbst, indem er, keine Ahnung, zu mir hochkommt und runterspringt oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wovon ich gerade überhaupt rede. Aber egal. So, mein Freund, da bist du ja. Wir klauen jetzt einfach schnell. Hallo. Deine ganzen Sachen. Hallo. Und nochmal hallo. Und da ich gerade nicht ganz weiß, was ich machen soll, mache ich einfach... Bäm! Bot-Taktik! Wenigstens hat er noch gefurzt. Mit einem Leben, ey. Komm, bring dich doch selbst um! Bang! Voller wie zwölf! Zwölf! Ja. Was liegt an? Da hat schon wieder einer Ey, ihr seid alles so... Alles solche Schweine hier. Wie lustig. Jetzt werden wir mal nochmal... Jetzt wird aber gegrillt. Aber ordentlich. Du Spacken, der die Cluster Grenade wirklich mit einem fucking Leben überlebt hat. Und diesmal gibt's volle Pulle. Mal gucken, wie weit volle Pulle bei diesem volle Pulle Spacken-Ding hier ist. Was ist ein volle Pulle Spacken-Ding? Den hau ich auf den Kopf, bis die Haare bluten. Volle Pulle Spacken-Ding! Voll auf den Kopf, bis die Haare bluten. Oh nein, er brennt! Oh nein, tut mir leid! Oh! Oh, der saß! Ausgezeichnet! Wir werden Ihnen die Ringelschwänze gerade ziehen! Jetzt hat er wenigstens keinen Schwanz mehr im Mund und kann normal reden. Er hingegen nicht mehr. Tja, wer nicht alle Befehle ausführt, wird auch nicht befördert. Selbst schuld! Tja, was sind denn meine Befehle, wenn man den Missionsblock einfach mal so fett überspringt? Du kleiner Witzbold. Okay, ich muss jetzt sehr vorsichtig hier sein. Ist da unten Dynamit? Ich gehe mal hinten rum. Dann da war ja keins. Bitte sag, dass er jetzt keins gespawnt. Ja, Jump noch extra. Denn das Einsatzziel, das weiß ich noch. Ich weiß alles, ist doch klar. Ist das überhaupt ein Minenfeld? Lügner! Das ist gar kein Minenfeld. Eigentlich sind die Geschütze ja vom Gegner bemannt. Aber wenn du halt diese Klassen hast... Geht das ziemlich schnell. Was ich sagen wollte, wenn du diese Teile zerstörst, kommen die Orden runter. Das heißt, wir können 4 fucking Orden hier kriegen, indem wir nicht sterben, die Mission schaffen und die beiden Geschütze zerstören. Und wir laufen und nicht von unserem eigenen HXCNT in die Luft gejagt werden. Eine kleine Anerkennung. Schnappt sie euch! Ja, schnappt sie euch alle! Pokémon! Moment mal, falscher Film. Sag mal, willst du keine Orden? Nee, ich will keine Orden. Ich wollte jetzt gerade eigentlich sagen, dass das leicht unfair ist, dass da eine Waffenkiste vor ihm liegt. Bis mir aufgefallen ist, dass wir die Spacken waren, die diese Kiste dahin geknallt haben. So, und jetzt... Einige, die vielleicht gerade mir nicht zugehört haben, denken sich, was für ein Trottel, der bombt sich selber in die Luft. Und vergisst, dass da noch ein Gegner ist. Für Speck und Eberland. Nein, denn ich mach das für Speck und fürs Eberland. Er hat voll die Peilung zu seiner epischen und wer Musik. Wieder die Arschkarte? Ja, wer kriegt die Arschkarte? Ich überlege jetzt gerade, was ich da oben mache. Weil ich kann den jetzt da oben nicht wegballern, das ist das Problem. Ich würde sagen, wir tarnen uns hier einfach, damit der schon mal außerhalb der Schussweite ist. Denn ansonsten können wir nichts mit dem Mann. Aber ich denke, in den nächsten 2 bis 3 Zügen kriegt er auf jeden Fall seine Rotze, du kleiner Penner! Ich will jetzt nicht riskieren. Achso, ich dachte, er hätte 16 Leben. Dann darf ich sowieso gar nichts riskieren. Ja, gehen wir das Ganze mal klug an. Der Typ geht schon leicht ab. So, ein bisschen drehen. Damit wir hier nicht runterfliegen. Bitte lass da keine Minen sein. Und hops.
So. So, wie jagen wir das denn jetzt in die Luft? Irgendwas Episches? Boah, wie wär's, wenn wir das hier benutzen? Komm her, du Schwein. Wieso Probleme? Lass auf Distanz gehen. Du bist ein Vorbild. Bam. Die Medaille vor ich hab irgendwas getroffen. Achso, das war noch. Okay, ja. Entschuldigung, ich hab mich vertan. Unfair, unfair. Meine Gegner cheaten. Wehe, der bombt den da jetzt runter. Aus die Maus. Nix aus die Maus schießt. Oh gut, er zielt auf den Helden. Das könnte ein historischer Sieg werden. Noch besser, er verfehlt. Was war das? Wird das hier ein kleiner Verrat in meine Richtung oder was? Das war jetzt sehr schlau, dass ich mich daneben getarnt habe. Aber da stehen wir drüber. Ach komm, Alter, den reißen wir den Arsch auf. Im Boss-Style. Ich hoffe, ich habe jetzt alles eingesammelt und nichts vergessen. Das wäre nämlich jetzt leicht blöde, wenn ich das mal wieder geschafft habe. Elektroschocke oder Messer? Ich lasse euch entscheiden. Elektroschocke oder Messer? Schreibt es in die Kommentare. Ah, wir haben keinen Elektroschocker. Ja, ihr seid so klug. Ihr habt das bestimmt auch in die Kommentare geschrieben, dass ich ein Trottel bin und wir gar keinen Elektroschocker haben. Scheiße. Dann nehmen wir das hier. Dich mache ich lang. Damit kommen Sie raus, Dr. Borst. Doch, ich glaube, mit so einer Machete kommen wir ganz gut durch. Durchkommen wir. Und gewonnen haben wir. Wer hätte damit gerechnet und wieder ohne Verluste? Ich glaube sogar ohne einen Treffer zu kassieren. Ich weiß es gerade selber wieder nicht. Aber wenn, dann war das mal wieder ziemlich episch und ziemlich knapp. Und ich muss hier die Aufnahme pausieren. Ansonsten schießen wir jetzt Frontschweine ab. Aber ich gebe euch möglichst viel von diesem kleinen Schwein. Und wieder da! Denn sonst schmiert Fraps wieder mit Frontschweine ab. Das heißt, Fraps killt sich selber, reißt aber Frontschweine noch mit in den Tod. Und meine Aufnahme hängt leider an einem Seil hinten an Frontschweine dran. Heißt, fällt auch mit von der Klippe. Und wir haben wieder 4 Orden. Können wir damit irgendwas anfangen? Und ich durfte schon wieder die Zeitung nicht lesen. Warum darf ich diese epischen Zeitungen nicht mehr lesen? Und warum habe ich so einen schwarzen Rand an der Seite, den ihr nicht habt, weil ich jetzt mit der Videotechnik wenigstens so weit bin, dass ich so einen Kack rausschneiden kann. Was eine richtig tolle Nummer ist. Und so wirklich, kannst dich überall mit bewerben, wenn du so einen Rand rausschneiden kannst. Ist unglaublich. 2 Klicks entfernt und der Rand ist weg. Okay, nicht wirklich. Denn bei Fraps, das spaltet das ja immer gerne, so eine 15-Minuten-Folge immer in 5 unnötige Parts oder sowas. Ja, da sind es dann 10 unnötige Klicks. Das sind ja 5 einzelne Dateien. Oh, und wir können jemanden befördern. Der Graf! Oder vielleicht sollten wir noch einen Helden machen? Nein. Obwohl, dann können wir nicht mal unsere Schachmatt-Taktik machen. Das wäre... Sollen wir sparen? Wisst ihr was? Ich werde sparen, denn es hat ja eine Woche Zeit, bis ich diese Aufnahme mache. Eigentlich wollte ich jetzt direkt die zweite nachhängen. Aber ich warte einfach. Wenn irgendeiner von euch so nett wäre und einfach schreiben würde, Helden machen... Entschuldigung. Kampfkeiler machen oder Helden machen. Warum habe ich mich jetzt dann korrigiert? Ist ja doch Helden machen. Also sparen für einen Helden. Damit der Captain mit seiner grimmigen Visage auch endlich seinen Orden angehängt bekommt, mit seiner heftig stylischen Uniform. Oder ob der Graf oder Saudolf oder Grunzel, der treueste Berater von Saudolf, die Ehre haben soll, ein Kampfkeiler zu werden. Wie gesagt, dann können wir nur nicht mehr unsere Schachmatt-Taktik, die wir jedes Mal gemacht haben, so gut machen und riskieren, dass wir weniger Orden bekommen. Naja, entscheidet einfach und wir sehen uns nächsten Freitag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.